Thank you.
Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier auf der Webcam des Hotel Beckröge in Cuxhaven. Ja, gleich ist er da, der erste Kreuzfahrer für heute Abend. Wir wollten euch eigentlich eine ganze Kreuzfahrerparade präsentieren, so zum Ausklang der Saison. Aber leider trödeln die beiden Damen dahinter etwas. Naja, der erste ist auch schon spektakulär genug. Wir haben es zu tun mit der Explorer of the Seas. Die ist gerade Altenbruch durch. Und nun auf dem Weg in Richtung Amsterdam oder Rotterdam. Ich suche es für euch raus. Ich glaube, es geht erst nach Rotterdam. Genau, so ist es. Die Explorer of the Seas, gebaut worden bereits im Jahre 2000 und zwar in Finnland, ist zum ersten Mal gewesen in Hamburg. Normalerweise ist dieses Schiff unterwegs in der Karibik, hat aber diesmal einige Touren gemacht. Und zwar, das war der falsche Tab, nehmen wir doch den, da steht es nämlich auch drauf. War sie im Mittelmeer unterwegs, in Frankreich, Spanien, hat dann zwei kleine Festivals eingeschoben, ein 80er-Festival auf See und noch ein Musiktheater-Festival. Und das hat sie schlussendlich dann auch geführt nach Hamburg. Ihr Starthafen war jeweils Southampton. Und nun geht sie raus auf eine kleine Schleife, sich mal Holland und Frankreich von oben anzuschauen. Also geht es raus nach Rotterdam, rüber nach Amsterdam, Le Havre und dann ist Southampton wieder der Zielhafen. Die Explorer of the Seas, also wer dieses ganze Of the Seas schon mal gehört hat, weiß genau, das kann nur eine Reederei sein oder ein Kreuzfahrtunternehmen. Das ist natürlich Royal Caribbean. Die Schiffe heißen alle Of the Seas. Einige von denen sind ja auch auf der Meyerwerft in Papenburg gebaut worden. Die Explorer of the Seas auf dem Weg nach Rotterdam.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Oh, we know it.